Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Doom. So, auf ins nächste Getümmel. Oh, mehr Schaden. Oh, das ist sogar abgeschlossen. Das ist ja fies. Ah, dich können wir gleich wegämmeln. Mal schön ausweichen. Und die Hälfte sowieso fressen. Und zack. Na, den Dicken da hinten habe ich gut weggekriegt. Na, fast. Und gib mir dein Auge. Oh, Predator. Oder was auch immer du bist. Tja, das kommt dabei raus, wenn man mich anspringt. Ich röste euch. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Ah, wo ist noch einer? Da war noch einer. Jetzt ist das Ding frei. Warum? Oh gut. Nimm mich gerne an. Aber für die beiden Pappenheimer brauche ich es eigentlich nicht. Hey. Ah, Mist. Ist gereicht. Sah gut aus. Jetzt haben wir blauen Schädelchen. Dann gib mal Papi den blauen Schädel. Oh Gott, den nächsten könnte ich mal wieder zerteilen. Wäre eigentlich gar nicht so verkehrt. Jetzt nur noch den Rest der Rüstung hier aufsammeln. Gut. Ja, gib nur den einen Weg zurück. Dann nehmen wir uns den doch auch mal. Dann machen wir hier jetzt mal den blauen Schädel auf. Und hier können wir dasselbe machen. Aber was bringt mir das jetzt? Ah, sehr schön. Munition. Du brauchst gar nicht weglaufen. Nee, 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 nee. Die schlitz dich mit deinem eigenen Zähnchen. Au, aua. Oh, ich hab den Unsichtbaren fast gar nicht gesehen. Okay. Was ist denn hier los? So. Hier, nimm dein eigenes Schwänzchen. Und tschüss. Na? Schwer was aufzuladen, wa? Nimm dein Hörnchen. Was passiert hier die ganze Zeit? Ist man hört irgendwas runterfahren oder sich bewegen? Aber was?
Ach, die Türen sind aufgegangen. Eieiei. Die Türen sind da unten aufgegangen. Na gut, dann, fast volle Muni. Hier drüben noch irgendwas, was ich einsammeln kann? Nee. Nicht ganz fast volle Rüstung. Dann wollen wir doch mal. Ach halt, jetzt hätte ich den hier beinahe nicht genommen. Doch als der Titan fiel und die Armeen des Schicksals von Furcht übermannt wurden, legten die Dämonenpriester der Bluttempel eine Falle für den Schrecken der Hölle aus. Selbst von seinem Sieg über den Großen nicht gesättigt, suchte der Hellwalker in den Gräbern der Blutfeste nach neuen Opfern. Und geblendet von Eifer zog ihn der Köder an. Sie ließen den Tempel auf den Schicksalsschlechter herabstürzen und begruben ihn in dem verfluchten Sarkophag. Sein Zeichen wurde über der Krypta eingebrannt, als Warnung an die Hölle, dass der Schrecken dort niemals befreit werden darf. Und dort liegt der Schicksalsschlechter noch heute, in stiller Qual. Nein, da muss ich dich leider enttäuschen. Wir sind nämlich wach. Das ist ja fies. Mir kaum Möglichkeiten zum Ausweichen geben. Zum Glück habe ich die große Gun gehabt. So, das nehmen wir uns auch. Ich danke Ihnen. Wir haben jetzt wieder 2 Punkte. Können wir nochmal in... Verstärker. Ich glaube, ich werde es nicht brauchen. Ersetzen. Oh, wir haben da oben sogar noch eine Felddrohne. Mitten in der Hölle. Zum Upgraden. Na gut, dann hatten wir jetzt nur noch den Hitzestoß. So. Hä? Ach, der lädt sich auf und macht dann Puff. Ja, nicht so meins. Da finde ich das Gauss doch deutlich geiler. Was hier zum Beispiel rumliegt. Einfach mal so. Er darf den Schmelztiegel nicht erreichen. Und was, wenn ich es doch tue? Und die Imps für die Munition nehmen? Hoppala. Da wollte er mich hier oben snipen. Oh. Das klingt natürlich ganz gut. Dass ich den hier nochmal einsetzen darf. Ah. Hoppala. Falsch. Und bitteschön. Hoppala. Jetzt wollt ihr es aber wissen, wa? Okay, das geht ja hier. Achso, hier, das ist der Rückweg. Shit. Na, ja, komm her. Ich zersammle ich doch schneller, als ihr gucken könnt. So. Hoppa.
Hier haben wir noch Rüstung. So, wo bist du? Passt. Passt, hört sich gut an, aber... Wo ist er denn? Hier ist er nicht. Habe dich gefunden. Hier. Lass es dir schmecken. So, hier hinten ist das jetzt frei. Das sieht da nach Clan Area Camp wieder aus. Gucken wir mal nach Superschrot. Die vielleicht jetzt mal ein bisschen benutzen. Natürlich suche ich mir das Dickste aus, was ich irgendwie habe hier. Aber passt schon. Oh. Der hat, glaube ich, seinen Kopf verloren. Mit Flammenwerfer. Also echt mal. Dafür darfst du dein eigenes Herz essen. Was voll mit Säure war. Okay, der war mies. Oh. Okay, die Superschrot macht doch schon ein bisschen mehr Schaden. Wo kommt ihr denn jetzt auf einmal alle her hier? Na? Du auch? Okay, dann bitteschön. Hier haben wir nochmal einen Punkt. Ja, den werde ich wohl wahrscheinlich nicht mehr verwerten können. Es ist so schade, dass das Ding so wenig Schaden macht. Ich muss zweimal eine Salve schicken. Damit die platzen. Oh, hier kann ich gar nicht rüber. Ja, haben wir ja nur noch die Ecke hier. Und, was kommt hier? Noch ein Dicker. Oh, von hinten. Überall aus, oder wie? Ah, das Schießen. Das solltest du lassen, wenn du nicht triffst. Au. Oh, hier ist zu. Dann nehmen wir mal kurz dein Hörnchen, ne? Okay, und... Autsch. Gib mal, Hörnchen. Okay. Oh, jetzt werden wir hier aber voll dicke mit allem möglichen zugeschissen. Aha. Wir sind mit sämtlicher Munition voll. Und hier im Raum ist jetzt auch nichts weiter, bis auf Geschichte. Aber wo? Was seid ihr für Heinzels hier? Nein, noch einmal Rüstung? Ne. Rüstung kriegt man recht selten.
Schmelztiegel. Alter. Hallöchen. Das ist ja voll unfair. Ja, au. Okay, ich muss den Waffenmod ändern. Ist ja mal voll unfair. Na komm. Meine Granate war wieder mistig. Autsch. Ah, Mann. Ah, mit Explosion kann ich ihn auch nichts machen. Okay. Damit komme ich nicht durch. Ah, es zieht zwar haufenweise ab, aber darf mich halt auch nicht treffen lassen. Der war gut. Hä? Macht er denn? Ja, ist klar. Diggi. Jetzt dreht das auch noch andersrum. Ja, Mist. Okay, er hat Gesundheit verloren. Schmeißt du jetzt wieder dein... Alter, wie mies. Das ist wirklich mies. Oh, 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 oh. Gib her. Den schmeißt du nicht nochmal nach mir. So, du wirst jetzt sicherlich wiederbelebt. Komm, wir sind in der Hölle. Nee, es kommt zwei. Willst du mich verarschen? Okay, der hat gut gesessen. Hoffe ich zumindest. So, ich baue mal kurz um. Dann für die ganze Muni. Die haben wenigstens keine Permaschilde. Okay. Oh, das ist...
mega mies. Zumal ich weiß auch nicht, wen ich jetzt eigentlich angreifen müsste. Oh, 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 das war noch gerade so. Wow. Okay, und? Jetzt, hinter. Komm, raus, du Wurm. Alter. So, kommen jetzt drei? Nee. Wir können uns aber den Schmelztiegel nehmen. Okay, oh, hatte ich jetzt gar nicht mehr nachgeguckt. Töte 10 Dämonen mit explosiven Fässern. Okay. So, du hast den Schmelztiegel zurückerobert und kehrst auf dem Mars zurück. Du musst den Brunnen verschließen, die Energiequelle des Höllenportals auf dem Mars. Dazu musst du den letzten Höllensprung wagen. Samuel hat einen Plan, wie er dich zum Brunnen zurückschicken kann. Aber er wird deine Hilfe brauchen. Na gut. Ich bin Vega. Du hast den Schmelztiegel. Mit ihm kannst du die Macht des Brunnens bändigen. Wir haben einen Plan, wie wir dich dorthin bringen können. Vega führt dich durch den Vorgang. Okay. Schließe den Brunnen. Gut, dann würde ich aber sagen, machen wir jetzt hier an der Stelle erstmal den kleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.